Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit dem FC Bayern München. Ja, heute geht's ins Achtelfinale in der Champions League und da müssen wir gegen Atletico Madrid, also wir haben einen richtig starken Gegner im Achtelfinale. Heute im Hinspiel im Vicente Calderón. Wir schauen mal ganz kurz auf die anderen Begegnungen, was denn sonst noch geboten ist. Wir sehen schon einige Top-Spiele, Real Madrid gegen Juventus Turin, Porto gegen Barcelona und so weiter, aber die schauen wir uns erst nach unserem Spiel an. Wir gehen jetzt erstmal direkt rein und wir freuen uns auf ein tapferes und spannendes Spiel. Und dann würde ich sagen, genug gelabert, Atletico Madrid gegen den FC Bayern München, rein geht's ins Vicente Calderón. Und damit herzlich willkommen hier aus dem Vicente Calderón aus Madrid zum Topspiel im Achtelfinale. Atletico Madrid, der Finalist von 2014 gegen den FC Bayern München. Das wird heute ein heißes Ding werden. So, hier sehen wir mal die anderen Begegnungen, aber wie gesagt, da werden wir erst nach unserem Spiel genauer drauf schauen, wer da wo weitergekommen ist, beziehungsweise sich eine gute Ausgangslage verschafft hat. Wir konzentrieren uns jetzt hier und heute mal voll auf unser Spiel, denn das wird kein Zuckerschlecken. Atletico Madrid, und hier sehen wir Carrasco, 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Ist momentan sehr, sehr gut drauf. Nachwuchstalent bei Atletico Madrid und wir freuen uns auf hoffentlich spannende 90 Minuten. Ja, Hinspiel in Madrid, Rückspiel in München. Und dann sind wir mal gespannt, was das hier heute bringt. So, jetzt erstmal die Aufstellung von Atletico. Im Tor Moya, nicht Moya, sondern Oblak. Philippe Luis, Godin, Savic und Juan Fran der Verteidigung. Koke, Torres, Griezmann, Martin, Jackson Martinez, alle mit dabei. Ja, es sind auch ein paar nicht mit dabei. Aber das werden wir dann im Spiel dann noch genauer ansprechen. Hier die Aufstellung vom FC Bayern München. Eigentlich mit der besten Aufstellung. Gut, Robben ist verletzt, aber den ersetzt heute Müller. Ich glaube, sehr gut. Und sonst eigentlich die beste Aufstellung, was der FC Bayern München momentan so zu bieten hat. Vorne natürlich Lewandowski mit Douglas Costa und mit Thomas Müller. Bilden die Stürmer. Und hier sehen wir auch Thomas Müller. Ja, er natürlich ein Phänomen in dieser Saison natürlich auch wieder. So, Schiri legt den Ball zurecht und dann können wir loslegen. Die Stimmung im Stadion bombastisch. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel und wir sagen, los geht's. So, Zeit für die Champions League. Die Bayern wollen die Trophäe haben. Achtelfinale, danach Viertelfinale, Halbfinale, Finale und dann der Pokal. Das ist der Plan des FC Bayern München. Aber ob das so einfach wird, das mögen wir zu bezweifeln. So, Lewandowski setzt hier erstmal robust im Zweikampf ein und holt sich hier schon mal die Kugel. Und jetzt Arthur Vidal wird hier von dem Bein geholt, aber der Ball kommt trotzdem zu Müller. Ein Spieler weiter auf Vorteil. Müller mit der ersten Chance wieder ein. Thomas Müller! Und dann ist Jan Oblak zum ersten Mal gefordert, aber souverän pariert. Kann den Ball hier sicher festhalten. Erste Chance im Spiel für die Bayern. Und weiter geht's auf der anderen Seite. Über Gabi. Der zu Philippe Luis. Der zu Carrasco. So, Carrasco sofort gedoppelt von Boateng und von Philipp Lahm. Carrasco mit der Flanke, die ist gefährlich, die ist tückisch, da verschätzt sie neu fast ein bisschen. Ging nochmal gut und jetzt Alaba gegen Torres. Weiter geht's zu Gabi. Gabi! Probiert einfach mal 20 Meter mit einem schönen Distanzschuss. 7 Minuten sind rum, erste gelbe Karte, erste großen Chancen. Hier geht's also gleich mal voll zur Seite. So, Gabi sieht hier gelb. Wird das Einsteigen gegen Lewandowski was, glaube ich, oder? Ne, gegen Vidal. Oh ja, da kommt er zu spät. Senzt die Arturo Vidal von den Beinen. Und es gibt sogar Eckball, weil der Manuel Neuer noch dran war. Und deswegen wird es jetzt wieder gefährlich für den deutschen Rekordmeister. So, Koki mit dem Eckball. Bringt ihn an die Strafraumgrenze. Und dann ist Vidal da. Und jetzt fährt die Konterchance für die Bayern. Über Arturo Vidal. Weiter geht's zu Thomas Müller. Müller kann sich aber nicht durchsetzen gegen Savic. Und jetzt wieder Atletico Madrid auf dem Vormarsch. Über Koki. Okay, zum Außen Antoine Griezmann. Und Griezmann probiert es wieder und wieder muss Manuel Neuer ran. Also Atletico Madrid lässt sich hier nicht hinten reindrücken, spielen offensiv nach vorne. Und ja, Griezmann wollte ja oder hätte mal fast zu Bayern gehen sollen. Letztes Jahr, aber dann war die Summe den Bayern anscheinend ein bisschen zu hoch. Deswegen kann man dann doch nicht. Antoine Griezmann. So, es gab keinen Eckball, sondern nur Abschluss und jetzt Thiago. Weiter geht's zu Douglas Costa, Costa, Costa. Weiter geht's zu Thiago. Chance jetzt für die Bayern. Thiago im 16. Ah, Thiago, 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 Thiago. Und dann irgendwie mit der Hacke bringt er ihn dann doch noch aufs Tor. Ob das so beabsichtigt war, weiß ich nicht. Thiago wird da ein bisschen zu Boden gestoßen. Also es ist ein ruppiges Spiel bis jetzt. Das ist klar. Champions League, da gibt's keine halben Sachen. Da gibt's nur alles oder nichts. Und das merkt man den beiden Mannschaften hier auch an. So, Gretschi von Lahm trifft den Ball allerdings nicht. Spiel läuft weiter. Über Carrasco.
Weiter geht's zu Savic. Savic, die Bayern greifen früh an, aber Atletico ist bis jetzt gut im Spiel drin. Klar, den Bayern würde hier ein Auswärtstor genügen für eine gute Ausgangslage. Und ich glaube, das ist auch hier heute ihr Ziel. Sie wollen zwar gewinnen, aber sie müssen nicht hoch gewinnen. Und jetzt hier schöner Einsatz von Alaba. Spiel läuft weiter, aber kein Foulspiel. Und jetzt, oh, schön gemacht von Robert Lewandowski. Jetzt Thiago auf dem Weg von Thiago Alcantara. Weiter geht's irgendwie zu Xabi Alonso mit ein bisschen Glück. Alonso sieht wieder Thiago. Chance jetzt für die Bayern. Thiago Alcantara und Pfosten. Da wackelt das Aluminium. Gute Chance hier. Und es war der Pfosten, der hier für Atletico Madrid rettet. Gute Chance hier von dem FC Bayern München. Aber im Abschluss ein bisschen Pech von Thiago. Wenn er den ein bisschen weiter ans Tor zieht, dann ist er drin, weil ich glaube, Jan Oblak wäre da nicht mehr rangekommen. Und die Bayern machen weiter den Dampf. Thiago, vorne ist er, Kost im Abseits, ja. Kost im Abseits, habe ich gleich gesehen. Leider ein bisschen zu spät, sonst hätte den Pass nicht gespielt. 22. Minute ist rum. Und ja, wir sehen bis jetzt ein offenes Spiel. Offener Schlagabtausch, beide Teams verstecken sich nicht. Nur die Tore, die fehlen bis jetzt noch. So, Savic mit dem Freischuss, ab nach vorne. Alaba kommt da im Kopfball nicht ran, jetzt Oliver Torres. Aber dann ist Alaba dann doch zur Stelle und jetzt Thiago. Ab geht's wieder zu Xabi Alonso, Alonso zu Arturo Vidal. Und Vidal will hier Müller ins Spiel bringen, allerdings mit diesem Ball kann er das nicht schaffen. Aber Müller, der kämpft sich hier den Ball wieder zurück. Ja, dann helfen sie natürlich zusammen die Spieler von Atletico Madrid. Erstmal geht's über die linke Seite, über Juan Fran. Weiter geht's zu Oliver Torres und dann kommt Alaba. Wow, richtig robust reingesprungen in den Zweikampf. Wenn er da den Spieler trifft, dann gibt es hier auf jeden Fall mal eine gelbe Karte. So, jetzt Philippe Luis. Den Ball nach vorne, da ist Griezmann. Alaba setzt sie da durch gegen Griezmann. Es ist bis jetzt ein intensives Spiel, aber das war zu erwarten. Das sind zwei Weltklasse-Teams, die im Achtelfinale aufeinandertreffen. Beide sind eigentlich in der Lage, sich fürs Finale von der Qualität her zu qualifizieren. Aber jetzt im Achtelfinale schon die beiden Teams gegeneinander. Das ist eine richtige Hausnummer. So, jetzt Koke. Erstmal zurück zu Godin. Und jetzt Philippe Luis auf der linken Seite. Oh, der Pass ist nicht gut, der Pass ist nicht gut. Thiago stört das Spiel sehr, sehr konzentriert, aber kann da nichts ausrichten. Ball rollt erstmal zurück zu Jan Oblak und weiter geht's in den weiten Abschlag nach vorne. Halbe Stunde ist rum und die Bayern versuchen hier so langsam, was sie hier Spiel aufzuziehen. Jetzt Xabi Alonso. Außen ist Thomas Müller. Schöner Ball von Alonso. Jetzt Müller. Müller geht jetzt in die Mitte rein. Thomas Müller ist jetzt eng. Thomas Müller, Ball wird abgefangen. Ja, man merkt den beiden Teams an, die wollen hier. Die wollen hier unbedingt. So, jetzt mal wieder die Chance. Oliver Torres von zwei Stück verfolgt, bringt den Pass zurück. Da ist aber nur Douglas Costa. Jetzt Costa, weiter geht's zu Thiago. Thiago sieht Lewandowski. Lewandowski kann aber den Ball nicht richtig kontrollieren. Dann kommt schon wieder Atletico Madrid. Es ist ein Hin und Her. Die großen Torchancen fehlen allerdings in den letzten 15 Minuten so ein bisschen. Mal schauen, ob wir vielleicht eine vor der Halbzeitpause noch sehen. Ist auf jeden Fall Savic. Weiter geht's nach vorne zu Jackson Martinez. Von dem haben wir bis jetzt noch gar nichts gesehen. Bringen den Ball jetzt mal zu Griezmann. Griezmann legt zurück zu Gabi. Ja, Wahnsinn. Gabi mit dem Sensationstor für Atletico Madrid. Ein wunderschönes Ding hier von Gabi. Der zieht einfach mal aus 20, ja, 25 Meter ab. Und dann haut er das Ding in den Winkel rein. Jackson Martinez zu Griezmann, Griezmann zu Gabi. Und der einfach mal aus 20 Meter lässt Manuel Neuer keine Chance. Neuer hat ein bisschen verdeckt noch am Anfang. Und dann kommt er da nicht mehr hin. Und es steht 1:0 für Atletico. Manuel Neuer macht sich lang und länger und noch länger. Aber an diesem Ball kommt er nicht mehr ran und Atletico Madrid geht in Führung. Gabi mit dem Sensationstor. 39. Minute. Schock für die Bayern. Das war ein Hammertor. Da kann man nichts anderes dazu sagen. Optimal erwischt. Und jetzt müssen die Bayern natürlich ein bisschen dagegen halten. Gut, man hat sich auf ein Gegentor eingestellt. Aber man wollte unbedingt eins selber schießen. Und hier, oh, Alaba gar nicht gut gemacht. Finde hier Thiago nicht. Jetzt müssen die Bayern ein bisschen aufpassen, dass sie hier nicht noch ein zweites kassieren in der ersten Halbzeit. Savic jetzt am Ball. Atletico jetzt ein bisschen beflügelt gerade. Godin, Diego Godin. Boah, macht das richtig riskant gegen Douglas Costa. Ja, die Bayern tun sich sehr, sehr schwer. Aber es war zu erwarten. Atletico Madrid ist kein schlechtes Team.
Jetzt probieren sie Bayern nochmal über Robert Lewandowski. Lewandowski außerdem wieder Müller auf dem Weg. Jetzt Thomas Müller. Müller zu Philipp Lahm. Lahm zu Arturo Vidal. Vidal will weiterleihen zu Lewandowski. Die Abwehr bei Atletico lässt auch momentan einfach nichts zu. Das ist so das Problem für die Bayern momentan. Dass die Verteidigung der Heimmannschaft überragend steht. Und jetzt nochmal der Ballgewinn der Bayern. Vielleicht nochmal die Chance in der ersten Halbzeit nochmal für Gefahr zu sorgen. Alaba will es probieren auf dem Flügel. Alaba setzt sich durch, weiter geht's zu Douglas Costa. Und Costa haben wir bis jetzt noch wenig gesehen bis jetzt. Komplett aus dem Spiel genommen. Douglas Costa ist aber auf dem Weg in die Mitte. Costa! Und dann muss er abschließen, aber immer noch die Beine über Xabi Alonso! Wow, nochmal ein schöner Knaller zum Schluss dieser ersten Halbzeit. Xabi Alonso-Schuss. Verfehlt allerdings das Tor. Ja, und die hier, die dürfen feiern. Gabi mit dem Tor. Atletico Madrid führt zu nach 45 Minuten gegen den FC Bayern München. Bis jetzt ist es ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams schenken sich wenig. Große Torchancen sehen wir eher weniger, weil es eben ein taktisch geprägtes Spiel ist. Und ja, dann gehen wir jetzt mal in die Halbzeitpause. Und schauen wir mal, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr auf die Reihe bringen. Lewandowski ist schon ziemlich am Ende. Oh, Lewandowski, gut, der ist auch ein bisschen geschwächt reingegangen, muss ich dazu sagen. Werde ich wahrscheinlich bald raustun müssen. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit geht los. Die Bayern mit dem Anstoß. Und dann geht's weiter. Wir sind gespannt, was hier in der zweiten Halbzeit noch passieren wird. Und und das geht auch schon ganz schlecht los. Boateng mit dem Ball zu Benatia. Und Benatia kann ihn nicht kontrollieren. Ball geht ins Haus. Einwurf für Atletico Madrid. Die Bayern müssen ein bisschen aufpassen. Die dürfen jetzt nicht zu offensiv werden. Atletico hat die Spieler, um hier zu kontern. Jetzt setzen die Bayern aber Atletico jetzt mal ein bisschen unter Druck. Das ist doch schon mal schön zu sehen. Koke jetzt verfolgt von Thiago. Na, Ball geht weiter zu Felipe Luis. So, jetzt Carrasco am Ball. Carrasco sofort gedoppelt, aber Atletico spielt den Ball jetzt cool umeinander. Klar, ein 1:0 wäre für Atletico ein gutes Ergebnis. Denn dann müssten sie in München ein Tor schießen und dann wird es für die Bayern schon richtig schwer, das Ding noch irgendwie ins Viertelfinale zu retten. Und der Ball läuft bei Atletico wieder wunderschön. Wunderschöne Ballstaffetten hier. Nächste Chance. Aber Alaba kommt da noch dazwischen, bevor Griezmann weiterspielen kann. So, und jetzt Costa. Douglas Costa gegen Torres. Setz sie jetzt mal durch. So, Costa. Auf dem Weg nach vorne. Muss aber jetzt irgendwie nochmal abspielen. Aber die Spieler rücken bei den Ballmontern nicht so richtig nach. Jetzt mal Vidal auf dem Weg nach vorne. Arturo Vidal hat einen guten Distanzschuss. Ah, und Vidal muss hier ein bisschen besser kämpfen. Atletico macht das sehr, sehr stark. Die Bayern sind so ein bisschen am Verzweifeln. Sie bekommen einfach nicht den Spielfluss zustande. So, Benatia kann den Ball ja nicht sicher weiterverarbeiten. Jetzt checks Martinez. Martinez, von dem habe ich jetzt halt noch gar nichts gesehen. Außer den einen Pass, der was dann zum Tor führte. Dieser Ball geht ins Aus. Gibt Abschluss für Manuel Neuer. Und ja, hier sehen wir die Atletico-Fans. Die dürfen jetzt ihren Torschützen auswechseln. Gabi geht raus, der Torschütze. Thiago kommt. Und es gibt Standing Ovations. Unglaubliche Stimmung hier im Stadion. Hier nochmal der Sensationstreffer Manuel Neuer. Ja, da kommt er nicht hin. Da kommt er nicht hin. Und jetzt der Wechsel ausgeführt. Und die Bayern haben hier noch 33 Minuten Zeit, um zumindest den Auswärtstreffer und den Ausgleich zu machen. Einfach wird das allerdings nicht. Dazu muss sie beim Bayern-Kader ein bisschen noch was tun. Jetzt Alaba. Weiter geht's zu Thiago. Thiago zu Xabi Alonso. Alonso sucht die Anspielstation. Bekommt niemand. Ja, da geht zu Boateng, der zu Philipp Lahm. Lahm wieder zu Alonso. Die Bayern erstmal mit dem Druck nach vorne. Jetzt Lewandowski. Thiago. Jetzt fällt mal die Chance. Thiago. Lewandowski, komm schon. Lewandowski, komm da nicht mehr hin. Ach, komm schon. Ja, wenigstens mein Hoffnungsschimmer bei den Bayern. Sie probieren es, aber es ist extrem schwer. Aber jetzt fällt mal die Chance. Xabi Alonso. Alonso wieder. Der Spanier, der drückt jetzt auch mit nach vorne. Sieht außen Douglas Costa im Lauf. So, Costa im Sense. Douglas Costa. Costa immer nochmal. Douglas Costa abgefälscht. Abgefälschter Ball. Wahnsinn. Gudin rettet in höchster Not hier für seinen Torhüter. Douglas Costa zieht in die Mitte rein und dann der Oberschenkel ist im Weg. So, und bei den Bayern bahnt sich nun ein Dreifachwechsel an. Und jetzt sehen wir es beim nächsten Mal. Geht es auch in der Bundesliga weiter. Hochklassig hier. Der FC Bayern München muss nach Wolfsburg. Das wird auch ein heißes Ding. Und jetzt der Dreifachwechsel. Alonso, Costa und Lewandowski gehen raus. Alvaro Morata, Kingsley Coman, Mario Götze kommen neu auf den Platz. Ja, es muss sich einfach was tun. Lewandowski kann nicht mehr. Der ist fitnessmäßig komplett am Ende. Hat sich komplett aufgearbeitet. Und jetzt
Ecke für die Bayern. So, da ist Philipp Lahm. Sucht in der Mitte sein Mitspieler. Natürlich, Ecke ist nicht gut. Ah, direkt vom Torwart abgefangen. Und jetzt kommt eine Chance vielleicht für Atletico Madrid, wenn die es jetzt gut machen. Aber Müller schmeißt ja gut rein. Und ja, den Bayern läuft jetzt so ein bisschen die Zeit davon. Und jetzt Koke am Ball. Koke, weiter geht's zu Jackson Martinez. Martinez jetzt gegen Lahm, aber die Abseitsfahne ist oben. Schiri pfeift ab. Freischuss gibt's für die Bayern. Oh, ja, doch, richtige Entscheidung. Im ersten Moment sah es ein bisschen knapp aus, aber dann doch die richtige Entscheidung. Freistoß Bayern. So, Boateng. Weiter geht's zu Arturo Vidal. Und jetzt zu Thiago. Thiago bis jetzt mit einem guten Spiel am heutigen Tag kämpft hier wirklich um jeden Ball. Und jetzt Götze, weiter geht's zu Vidal. Arturo Vidal wieder zu Götze. Die Bayern belagern jetzt die 16er. Und dann, oh, das ist ein Foulspiel. Oh, da wird Götze richtig auflaufen gelassen. Und jetzt Freistoß für die Bayern. 71. Minute. Die Freistöße waren in dieser Saison bis jetzt nicht das Goldene vom Ei bei den Bayern. Aber vielleicht geht da jetzt was. So, 23 Meter, das ist eine richtig schöne Position eigentlich. So, jetzt kriegt die Mauer aber erstmal wieder eine Ermahnung. Na komm schon, will ja nicht schießen. So, jetzt Schützen auswählen und dann dreien das Ding. Thiago, komm. Thiago Alcantara mit der Riesenchance. Thiago, jawohl, da ist der Ausgleich. Es ist Thiago Alcantara, der hier den FC Bayern München in den Ausgleich bringt. Unglaublich! Ein Traumfreistoß vom Spanier Thiago Alcantara. Schaut und haut das Ding rein. Wunderschön gemacht. Die Mauer springt nicht hoch, dreht sich nur weg und er passt unglaublich gut. Wahnsinnstor hier von Thiago Alcantara. Jan Oblak im Tor von Atletico Madrid. Ohne Chance. Und da ist der Ausgleich für die Bayern. Da ist das so wichtige Auswärtstor. Und das ist Thiago. Drittes Tor in dieser Champions League-Saison. Und es ist in der 72. Minute Thiago Alcantara, der hier den FC Bayern München erlöst. Da ist das wichtige Tor. Das war die Vorgabe. Das Auswärtstor muss her. Und jetzt mal schauen, was jetzt noch alles geht. Atletico wird jetzt natürlich wieder stürmen. Mit einem 1:1 wäre natürlich kein schlechtes Ergebnis, aber alles andere als gut, als im Gegensatz zu einem 1:0 Siegtreffer. Aber egal, die Bayern drücken jetzt. Vielleicht kommen jetzt die Bayern nochmal in Fahrt. Über Müller. Müller mit dem Ball zu Mario Götze. Götze! Fast! Und da kommt nochmal Morata! Warum trifft er denn den Ball nicht so richtig? Fast die Führung für die Bayern. Den muss er einfach nur geradeaus reinhauen, dann ist er drin, aber er trifft den Ball absolut nicht. Riesenchance hier für die Bayern. Fast das Spiel gedreht. Unglaublich. Es bleibt spannend. Es bleibt extrem spannend hier im Calderón. Vieto ist gekommen. Oliver Torres ist rausgegangen und die Bayern sofort wieder im Angriff. Die hält jetzt nichts mehr. Die wollen jetzt das Ding hier scheinbar gewinnen. So, nächster Ball vorne ist Kingsley Coman. Da ist Vidal. Oh, wieder gefährlich. Aber jetzt aufpassen. Atletico hat hier natürlich auch noch ein paar Trümpfe im Ärmel. Jackson Martinez zum Beispiel, aber jetzt erstmal die Beine über Arturo Vidal. Vidal muss hier kämpfen, verliert die Kugel. Und jetzt Thiago auf dem Weg auf der anderen Seite. Weiter geht's zu Antoine Griezmann. Griezmann gegen Alaba. Alaba muss da hinterher. Kann Griezmann das schon vom Weg abhalten. Und dann kommt der Ball in die Mitte. Wieder Griezmann. Schwacher Abschluss. Kein Problem für Neuer. Und ab geht's auf die andere Seite. Müller. Zu Vidal, Vidal, oh, legt hier schwach auf Götze ab. Chance jetzt für Atletico Madrid und Manuel Neuer. Gut gemacht. So, jetzt Kingsley Coman. Eieiei, jetzt läuft seine Beine wieder ein bisschen nach hinten los. Jetzt müssen die Münchner wieder ein bisschen aufpassen. Flanke, komm, nee, 16er Martinez und dann die Chance und wow. Vieto kann hier den Ball nicht kontrollieren. Glück für den FC Bayern München in dieser Situation. Unglaubliches Glück. Jetzt geht es ein bisschen drunter und drüber. Götze will rausspielen zu Müller, Ball wird abgefangen. Atletico drückt jetzt nochmal richtig aufs Tempo. Die Bayern müssen aufpassen, dass das Ding hier nicht noch verloren geht. Jetzt Saúl am Ball. Weiter geht's zu Savic. Und wir hören es im Hintergrund. Die Fans von Atletico, die drücken jetzt nochmal. Aber hier der Fehlpass. Thiago schnappt sie die Kugel. Jetzt Thiago auf dem Weg nach vorne. Der kann allerdings nicht mehr so richtig. Geht keiner mehr so richtig mit, aber Thiago muss alleine und dann verliert er den Ball. Und holt zumindest noch den Freistoß raus. Jawohl. So, das kostet jetzt alles Zeit.
Ein 1:1 wäre wohl für die Bayern am heutigen Tag ein gutes Ergebnis. Ja, mit dem dürfen sie zufrieden sein, wenn sie über die Zeit bringen. So, Kingsley, komm mal. Komm mal, zieh nochmal an, komm mal. Mit der Flanke, da ist Morata, Morata, komm nicht ran. Verschätzt sie da ein bisschen bei dieser Flanke und das könnte es eigentlich jetzt schon gewesen sein. Götze zwar nochmal bei Götze, weiter geht's nach vorne. Was ist denn das für ein Pass? Ja, zum Schluss war es ein komisches Spiel. Nochmal weiter Abschlag nach vorne, aber die Bayern holen sie Kugel zurück. Vidal mit dem Befreiungsschlag. Der Ball kommt nochmal zurück. Das Spiel ist aus. So, Vorentscheidung gab es noch keine. In der Allianz Arena in einer Woche gibt es ein Rückspiel und da wird dann alles gesprochen. 1:1 der FC Bayern München gegen Atletico Madrid. Für Atletico ist es, ja, es ist für beide eigentlich ein gutes Ergebnis. Klar, die Bayern mit dem Auswärtstor, Thiago Alcantara per Freistoß. Atletico Madrid war das bessere Team heute, aber das war auch so zu erwarten. Zu Hause spielen wir immer besser. Und wir freuen uns aufs Rückspiel. Das wird extrem spannend werden. Thiago Alcantara, jetzt sehen wir es. Mit seinem Tor. Ja, Thiago und Gabi, die beiden Mittelfeldakteure mit den Toren. Das war ein spannendes Spiel. Zum Schluss ging es nur mit heiß her. Und ja, wir freuen uns auf ein spannendes Rückspiel. Thiago Neue ist der beste Mann heute gewesen. Thiago aber auch eine gute Note bekommen. Es war ein heftiges Spiel. Es war wirklich ein heftiges Spiel. Zenit gewinnt so aus gegen St. Petersburg. Das ist auch eine interessante, gegen Chelsea. So, wir haben zwei Nachrichten. Basuer, ja, den wollte ich verkaufen. Und Manuel Neuer bedankt sich, dass er spielen dürfen. Bla bla bla. Alles ist gleich immer. So, wir haben eine Pressekonferenz. Und zwar nächstes Mal gegen den VfL Wolfsburg. Wir loben uns FC Bayern München erstmal gegen, für die gute Leistung gegen Atletico. Es war ein extrem schweres Spiel. Unentschieden ist auf jeden Fall. Kein sicheres Weiterkommen. Gut, wir haben Auswärtstor geschossen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und beim nächsten Mal gestern gegen Wolfsburg, dann gegen Mainz, Dortmund. Atletico Madrid kommt dann hier erst. Also nicht in einer Woche, sondern erst in 1, 2, 3 Wochen. Naja, kann man so hinnehmen. Gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt ganz kurz Training. Und dann, wie ist denn das eigentlich mit dem Training? Kann ich jetzt eigentlich, weil da haben wir einen in die Kommentare geschrieben, mein Training ist nicht so sinnvoll. Wenn ich zum Beispiel Lewandowski nehme und ich mache mal Kopfbälle, kann ich dann Lewandowski eigentlich nochmal nehmen? Tatsächlich kann Lewandowski nochmal nehmen, weil viele haben geschrieben, ich sollte auch Lewandowski irgendwie mehrmals nehmen. Probieren wir jetzt einfach mal direkt aus. Aber ich kann jetzt wahrscheinlich keinen Schuss mehr machen, oder? Keine Ahnung. Warte, Moment, ich muss mal ganz kurz ausprobieren. Was können wir Lewandowski machen? Ball bis jetzt halt. Nee, ist eigentlich nicht so. Ich will Schuss machen. Irgendwas mit Schuss. Okay, das kann ich schon mal nicht machen. Lupfe, Abschluss. Das kann ich auch nicht machen. Chancen war aber. Aha, okay, also ich kann nicht alles machen. Okay, ich hab's verstanden. Gut, dann machen wir einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Training wäre dann mal wieder vorbei. Ja, Coman wird jetzt dann bald eine 72. Und sonst, Lewandowski war bei den 89, also Lewandowski, ja, den könnten wir vielleicht noch auf 90 hochpumpen in dieser Saison. Wir simulieren jetzt mal weiter und dann sehen wir ja, wir können schon mal nicht mehr Nationaltrainer von Österreich werden, die haben zurückgezogen. Ich will unbedingt Nationaltrainer von Deutschland werden, das wäre eigentlich sehr, sehr schön. Aber, ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten. So, was sagt die Ligatabelle? Die Ligatabelle sagt nichts anderes als beim letzten Mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt am Ball und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg. Bis dahin, macht's gut und ciao.